Hola Leute, willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction hier auf meinem Kanal. Ich dachte, ich schaue mal wieder was von League of Legends an. Ich wollte gerade eine Runde zocken und habe dann gesehen, lol, es gibt einfach schon wieder einen neuen Helden. Es gibt schon wieder einen neuen Champ. Samira, die Wüstenrose auf Deutsch. Ich habe hier den deutschen Trailer, ey. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Aber wir schauen es einfach mal auf Deutsch an. Habe ich noch nie gemacht, glaube ich, beim LOL-Trailer. Ja, habe ich nur mitgerechnet und ich bin mega neugierig, ich habe den Trailer noch nicht gesehen und ich würde sagen, wir schauen mal zusammen an. Die letzten League of Legends Reactions kamen ja auch ganz gut an und da der so kurz ist, der geht nur eine Minute 36, schauen wir danach noch den neuen Skin-Trailer an, zu den Psy-Ops-Skins. Ich bin neugierig, ich habe weder das eine noch das andere gesehen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ist übrigens, by the way, gerade 12:30 nachts, aber irgendwie hatte ich Bock aufzunehmen und ich habe gerade einen Rank gehabt, dass er absolut terrible. Ich war kurz vor den Gold, kurz vor Gold Promo, hab die verkackt und jetzt bin ich wieder ganz runter. Ach, tut so weh. Let's go. Okay, sie Melee, Nahkampf und Fernkampf. Okay, ich mag ihren Style. Passt super zu Miss Fortune irgendwie so ein bisschen. Oh, ein leichtes Ziel. Okay, sie kann. Also, was kann sie alles? Ich sie hat eine Pistole das. Und ein Schwert. Ich habe gehört, sie hat übel viele passive Fähigkeiten. Endlich ist was los. Jetzt darauf Englisch schauen soll, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. Amüsieren wir uns. Also, sie dasht nach vorne. Combo die einfach kaputt. Was kann sie noch? Hier drüben! Ich will ihre Ult sehen. Du ich verstehe nicht, was passiert, mir. Ehrlich gesagt, aber ich will ihre Ult. Also die kann einfach das blocken. Jetzt geht's rund! Der ganze einfach so eine Cutter-Ult. What's happening? Ende Gelände. Warum sieht jeder Move. Alter, ich bin Samira. Seid mir bitte kein Klotz am Bein. Kauf dir was Schönes. Ich bezahle. Okay, ich mag. Ich mag sie. Aber. Alter, wie viel Munition fällt aus dieser Pistole raus? Oh, ja, auf Pause gedrückt. What the hell? Wie viele Muni fällt denn da raus, bitte? Ich dachte erst, das wäre Geld, aber es ist einfach nur Munition. Holy shit. Alles in dieser Pistole. Das ist das größte Magazin, was ich je in der Pistole gesehen habe. Ich mag ihr Design voll, oder? Also, wie seht ihr das? Ich finde, die sieht schon ganz cool aus. Gibt mir wirklich so diese Piraten-Vibes, aber auch so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ja, Wüste, irgendwie Prince of Persia-mäßig unterwegs. Die eine Piratin der Wüste vielleicht. Sehr, sehr cool, aber. Ich meine, auf welcher Position spielt man die? Ne, die. Echt, heißt die ADC-mäßig? Ich weiß nicht, sie ist eigentlich Midlane. Midlane? Für eine ADC wirkt sie ein bisschen zu close. Zu close combat. I don't know. Interessant. Ja, cool. Werde ich auf jeden Fall anzocken. Ich mag, wie gesagt, ihr Design voll gern. Ich mag auch die Fähigkeiten, auch wenn ich sie nicht ganz verstanden habe. Und die Ult sah einfach aus wie eine Katarina-Ult. So ein bisschen. Naja. So, jetzt würde ich sagen, weil er so kurz war, schieben wir noch den Psy-Ops Operation Songbird Skin-Trailer hinterher. Neue Skins, da bin ich auch ein schönes Opfer für. Weiß, ich habe noch gar nicht so viele gekauft. Ich habe einen Skin für Cyan gekauft. Der war im Your Shop drin. Ich habe zwei Skins für Miss Fortune gekauft. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich schon. Den Rest habe ich gezogen. Ja, nur drei Skins oder sowas, glaube ich. Ja, es geht voll klar. Okay, 3, 2, 1 und bam. Die Trailer sind eigentlich immer voll nice gemacht. Also auch gerade bei Samira. Wer kriegt einen Skin, ist halt die Frage. Das ist ja immer die große Frage. Weil, ey, meine Helden kriegen nie einen Skin. Also die Toplane wird eh einfach nur missachtet und gemobbt. Ist das Sona? Sie ist einfach in Netzwerke eingeschlossen. What's happening? Oh, dann wäre Ezreal. Habe ich kurz Ezreal gesehen. Unten war, glaube ich, Vi, okay. Shen. Wen haben wir noch? Ist das Yasuo oder Yone?
Ezreal? Ich kann die wirklich nicht unterscheiden, die beiden. Aber Yone hat ja zwei. Oh mein Gott! Das ist Sona! Sie wirft einfach ihr DJ-Pult den Soldaten ins Face. Oh, da haben wir es allokiert. Drück ich mal gleich Pause. Also, es gibt mir gleich mal zurück. Moment, Connecting Ripper, Connecting Shadow, Connecting Righteous, Connecting Desert Rose. Okay, so heißen wahrscheinlich die Skins. Denke ich mal, oder? So, jetzt schauen wir uns die mal an. Also, da stehen sie. Wir haben Vi ganz links. Shen, das ist doch Yasuo, oder nicht? Und Ezreal und Sona. Ja, ja, haut mich jetzt nicht so um. Also diese Project Skins mag ich eigentlich ganz gern. Aber die... Sona sieht schon sehr cool aus, finde ich. Sona sieht schon noch am besten aus. Die anderen, naja, ich kann irgendwie sehen, die nicht so. Shen hat noch einen ganz coolen Helm. Aber der Rest... Ich weiß nicht. Kickt mich jetzt nicht so. Kickt mich jetzt nicht so. Wie seht ihr das? Ist das doch Yasuo? Oder bin ich jetzt... Ich bin jetzt hier komplett bescheuert. Ich muss jetzt nachschauen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, das soll Master Yi sein. Den habe ich ja niemals erkannt, ey. Keine Ahnung. Na gut, da habe ich gerade nachgelesen. Das soll Master Yi sein. Jo, das war eine kleine Reaction zu League of Legends, Leute. Und ich glaube, ich zocke jetzt noch eine Runde Vollgeist. I don't know. Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich habe ja schon eine Folge hochgeladen, aber ich glaube, ich will noch eine machen. Haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.